Was ist das hier eigentlich? Ach, das sind diese MG-Stellungen, ich erinnere mich. Da war ja was. Okay, eigentlich hatten wir aber gesagt, dass hier irgendwo ein Außenposten in der Nähe ist und das wird wahrscheinlich der da sein. Schön ein bisschen Munition mitnehmen. Traurig, dass ich immer noch keine Sniper habe. Habe ich Wurfmesser? Na, zumindest das. Irgendwie muss ich ja leise sein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird richtig, richtig unschön. Aber okay. Lassen wir uns mal überraschen. Tiger. Es ist doch einfach nicht wahr, oder? Ich muss mir mal angewöhnen, Köder zu werfen. Das ist, glaube ich, total praktisch. Ist der da oder ist das... Ne, das sind einfach nur Pflanzen, okay. Jetzt nicht schon wieder vom Tiger angegriffen werden. Ist denn hier der Alarm überhaupt? Ach, da vorne direkt, okay. Spontan dann ganz schön viele Leute. Das heißt, hier wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen was los sein, oder? So, Alarm ist aus. Habe ich noch Wurfmesser? Ja, eins noch, okay. Noch mal kurz, bis der vielleicht ein bisschen ums Haus rum oder näher hier dran ist. Idealerweise läuft er hinten rum. Kann ich mich dann nämlich anschleichen und Takedown machen. Mit dem Kollegen werfen wir hier mal ganz kurz weg. Ja, das kenne ich alles schon. Du bist wie eine kaputte Schallplatte. Oh. Ich höre mindestens zwei Leute. Wo ist der da reingegangen? Was ist hier passiert? Was? Wie? Kein Alarm ausgelöst, sehr schön. Sind zwar entdeckt worden, aber scheiß drauf. Der Boss sagt,
Eine Schmugglerbande hat sich offen in der Gegend hier versteckt. Aber jetzt sind sie alle tot. Tiger! Tiger! Jemand vorgenommen, Außenposten zu erobern, aber mach langsam. Du hast noch viel zu tun, bis die Chancen ausgeglichen sind. So, einmal Tiger bitte. Oh, schade, können wir noch nichts mit craften. Bedauerlich. Gott, so viel, was ich hier machen kann. Aber zuerst... das Poster. Leck mich am Arsch. Danke. Befreie den Außenposten, indem du alle Gegner tötest. Was? Ich verdanke dir mein Leben. Kyra segne dich. Bonuspunkte gibt es. Die Schmuggler, die hier mal lebten, wurden alle getötet. Was passiert jetzt? Ich bin verwirrt. Oh, okay. Es gibt extra so Aufgaben, alles klar. Interessant. Ist das jetzt irgendein Außenposten von meiner Map hier, oder? Ist das der gleiche einfach nochmal? Hä? Oder sind das einfach nur so für den Fall, dass man irgendwann mal alle Außenposten befreit hat, dass man einfach weiter Außenposten einnehmen kann, wenn man Bock darauf hat? So, ich glaube, als erstes muss man der Typ da hinten weg. Wo ist er denn hin? Der. Hier war doch gerade einer. Kann mich verarschen? Sehr schön. Was zum Verdammt nochmal! Du bist schlimmer als ein Hund! Er ist hier! Machen wir schwärmt aus und sucht! Schießt auf alles, was sich bewegt! Das war, glaube ich, nicht gut, was ich hier gemacht habe. Was machen wir jetzt? Wir sind doch jetzt garantiert gleich Alarm aus und ich habe tierisch gelitten. Ja, war ja klar. Deaktivieren kann ich den nicht. Oh Gott, wo kam das Feuer her? Ach, wisst ihr was? Ich chill erstmal eine Runde, ne? Eins. Zwei. Schon tot. So, du bist direkt hinter mir hier irgendwo. Ich schieß dir mitten ins Gesicht. Ach ja.
tust du nicht. Das ist doch jetzt alles nicht wahr hier. Stirb. Und du bitte auch. Danke. Okay, das war schon eher schäbig. Das geht eigentlich besser. Okay, das war... Schön, für 200 Punkte hätte ich... Ah, das gibt... Okay, okay, jetzt habe ich aber den ganzen Spaß auch verstanden. Damit kann ich halt Punkte machen und dann kriege ich Geld dafür, aber auch nicht wirklich viel. Danke, ich lasse das. Okay, aber interessant zu wissen, haben wir das auch mal mitgemacht. Sollte hier nicht irgendwo... Ach, da ist der Shop. Liegt hier noch irgendwas? Tagebuch oder so? Nee. Alright. Was? Welches? Das Ding habe ich jetzt freigeschaltet. Okay. Ich hätte trotzdem immer noch ganz gern irgendwas mit Schalldämpfer. Vielleicht sollte ich auch einfach mal die Kampagne weiterspielen, das könnte mir auch schon helfen. Nettes Ding. Jetzt aber von den Werten... Hallo? Geht so. Werden ist das Ding hier einfach schöner. Das Ding ist auch ganz nett. Das tauschen wir mal dafür ein. Yes. Okay. Einzigartiges haben wir nichts Spannendes. Munition. Haben wir alles? Granatwerfer könnten wir auffüllen, aber haben wir jetzt eh nicht. Die Muni kaufe ich mal eben. Ja, Harpunen 18 ist okay. Ja, okay, 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 okay. Heilspritzen. Definitiv. Körperpanzerung nehme ich auch mal mit. Schützenhilfe-Upgrade. Also ich habe es eh noch nicht benutzt, aber... Schützenhilfe-Marken-Upgrade? Schützenhilfe-Upgrade? Was ist denn da jetzt der Unterschied? Also das eine macht wahrscheinlich die Schützenhilfe stärker und das andere, dass ich mehr Marken haben kann? Richtig. Dann kann ich 4 Marken haben. Okay. Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Ich habe die Kohle ja gerade. Was hier los ist, ne? Der Boss hat gesagt, eine Schmugglerbande hat sich oft in der Gegend hier versteckt, aber jetzt sind die alle tot. Ein Kommandant leitet eine... Der Führer hat überall Augen in der Gegend. Es wird sehr schwer sein, da einzudringen. Quatsch mir nicht voll. Ein Kommandant leitet eine Operation aus einem nahegelegenen Lagerhaus. Es wird Patrouillen der Army geben. Aber die werden eliminiere ihre Hundemarken. Okay. Achso, und die Leiche verschwinden lassen auch. Okay. Je eher wir zuschlagen, desto besser. Je länger wir warten, desto schlechter. Aber ich habe keine Männer. Das machen wir gleich nochmal. Vorher nehmen wir aber noch diese Kiste mit, falls geht. Hier hat sich eine Gruppe von Schmugglern rumgetrieben, aber die sind jetzt weg. Je eher
eher wir zuschlagen, desto besser. Je länger wir warten, desto schlechter. Ja, ja, aber ja, ich komme ja schon. Bin verfügbar. Du? Ja, hast einen sehr guten Ruf. So, ich muss sehr diskret sein. Dafür habe ich ja auch dieses ultralaute Scharfschützengewehr. Richtig gut. Stopp, stopp, stopp! Ja, es ist doch einfach alles nicht wahr. Niederknüppeln war eigentlich meine Idee, aber okay, da warst du einfach schneller. Hm, okay, da kriege ich wohl keine Munition. Ich verspreche jetzt schon, ich werde hiernach noch einmal an dem Außenposten das Kyrat Fashion Weekly Ding machen und dann machen wir definitiv mit der Hauptstory weiter, weil das machen wir jetzt irgendwie schon seit gefühlt 5 Folgen nicht mehr und es wird einfach mal wieder Zeit. Scheiße. Okay, wir versuchen das einfach mal anders. Hier doch noch einer rumeiern. Da hinten, okay. Leiche gut abgelegt, sehr schön. Das geht. Dann gehen wir jetzt mal hinten rum. Hallo, ist. Ja, okay. Oh, der hat da drin auch noch einen, das ist gut zu wissen. Das behalte ich mir mal im Hinterkopf. Hi. Hey, hey! Will, dass ihr den Mörder finden?
getötet! Raus! Na los! Du wirst es bereuen, meinen Freund getötet zu haben! Jetzt weiß ich noch nicht, ob ich das bereuen werde. Wir sollen bei Sichtkontakt schießen! Ich glaub, der ist tot! Du bist schwach! Schießen, nicht nachlassen. Ich darf eine Granate. Ach, Kacke. Okay, also Pfeil und Bogen ist einfach nicht die Traumlösung. Mehr Takedowns braucht das Land. Ende. Und direkt ein Kaugummi gelootet. Richtig gut. Der hat das jetzt nicht gesehen, oder? Jetzt sagen, dann raste ich, glaube ich, aus. Nein, 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 nicht entdecken. Danke. Der Feind ist hier! Ach, Mann.